Wir schalten gleich weiter zu dem Terrorismusexperten Rolf Tophofen. Wir beide grüßen Sie hier ganz herzlich aus dem Studio, Herr Tophofen. Grüße Sie. Schönen guten Abend nach Berlin. Ja, nach dem, was wir inzwischen wissen, und es gibt noch ganz viel, was nicht bekannt ist, aber wie schätzen Sie ja diese blutige Tat ein aus Moskau? Ist das ein Anschlag? Ist das ein Terrorakt? Was können Sie auch aus den Bildern, die es bislang gibt, entnehmen und aus den Informationen aus Moskau? Entsprechend der Geschichte des nationalen und internationalen Terrorismus ist dieser Angriff eindeutig auch vom Modus operandi, also vom Vorgehen der Täter, als terroristisch einzustufen. Ich würde sogar sagen, diese Tat hat den Stil eines perfekt durchgeführten, einer perfekt durchgeführten Kommandooperation. Da sieht man ja auch aus den Bildern, dass die Täter herumschießen, aber sie schießen gezielt auf Menschen. Das heißt also, dieser Anschlag ist in der Vorbereitung des Terrorangriffs von heute perfekt aufgeklärt worden. Man wusste genau, wohin man das Kommando führte. Man wusste, die Zielführung war perfekt geplant. Und so ist auch der Schock für die russischen Geheimdienste, für den russischen Abwehrapparat jetzt mehr oder weniger perfekt aus der Sicht der Terroristen gelungen. Und interessant ist in dem Zusammenhang, Ihr Kollege Wanner hat es ja eben gesagt, die Russen sind auf diese Art des Terrors nicht vorbereitet. Ich will das aber hier doch etwas differenzieren. Russland hat hervorragend ausgebildete und ganz brutal und hart ausgebildete Antiterroreinheiten, besonders die Truppen des Innenministeriums, das sind jene Männer, die wir sehr häufig mit den blau-weiß gestreiften Trikots sehen. Und da gibt es unter ihnen die sogenannte Alpha-Gruppe. Das ist der terroristische Eliteverband der Russen. Sie üben schon solche Angriffe. Aber auch Herr Wanner hat es eben gesagt, wenn fast 10 Jahre Ruhe war in Russland, dann schwächt natürlich die Aufmerksamkeit ab. Aber dass der Schlag heute an der Peripherie von Moskau durchgeführt wurde, zeigt, dass dieser Schlag auch eindeutig gegen den Machthaber Wladimir Putin zielt, wer immer es durchgeführt hat. Eins ist deutlich, die Ruhe in Moskau war eine trügerische Ruhe und sie ist brutal durch das Terrorkommando, wer immer es gewesen ist, zerschlagen worden. Es ist ja, wenn wir die Palette der in Frage kommenden Operateure mal einsehen, dann würde ich mal ganz vorsichtig sagen, es ist wahrscheinlich die Ukraine hier auszuschließen. Es wäre ja kontraproduktiv noch angesichts der massiven Schläge der Russen. Und das würde ja ein Terroranschlag für die Ukraine selbst ja nichts bringen. Es geht ihnen ja um das Gewinnen von Terrains in der Ukraine und im Donbass. Es gibt militant-islamistische Gruppen, aber es ist doch eine Gruppe, die man nicht aus dem Auge verlieren kann. Es sind Tschetschenen. Und wie ich erinnere daran, dass es zwei ausgesprochen blutige Kriege der Russen in Tschetschenien gegeben hat. Und die brutalen Terroranschläge, beispielsweise auch auf das Musical Theater in Moskau 2004, wurde ja von 50 Frauen tschetschenischer Herkunft durchgeführt. Es waren Frauen, deren Männer von den Russen getötet wurden. Und von daher ist sicherlich auch eine Flamme, die immer noch glimmt gegen Russland, eine tschetschenische Flamme. Aber ich will hier nicht spekulieren. Wir wissen noch nicht, wer es getan hat. Aber eins ist sicher richtig aus der Erfahrung, die ich habe mit der Beschäftigung des Terrorismus. Der Anschlag war perfekt durchgeführt. Das Ziel war perfekt ausgeführt. Und es waren keine Amateure, die das Konzertgebäude überfallen haben. Sie haben gerade auch schon gesagt, also die Ukraine würden Sie mehr oder weniger ausschließen. Kiew hat auch eine Beteiligung am Terroranschlag dementiert. Das hat der Präsidentenberater Michailo Podolyak soeben verlauten lassen. Sie haben gesagt, also militant-islamistische Gruppen würden in Frage kommen oder eben auch Tschetschenen. Wie genau glauben Sie,
gehen die Sicherheitsbehörden jetzt vor? Wir sehen hier die Live-Bilder. Diese Konzerthalle brennt. Man weiß ja auch gar nicht, wo sich die Täter befinden. Also was macht man da jetzt? Was hat Priorität? Priorität hat natürlich immer in solchen Fällen die Rettung der Geiseln. Wenn es gelingt, Menschen, die noch in dem Gebäude sich verschanzt haben, die geflohen sind in Hinterzimmer, in Nebengebäude, die müssen unversehrt befreit werden. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine der schwierigsten Situationen, denn es geht, man muss ja davon ausgehen, wenn ich die brennenden Gebäude sehe, dass ja auch massive Sprengsätze gezündet wurden. Und das unterstützt natürlich wieder meine These, dass es eine perfekt geplante terroristische Operation war. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn russische Antiterroreinheiten zuschlagen, sollten sie die Täter lokalisieren, dann gibt es verbrannte Erde. Ich kann Ihnen sagen, ich habe selbst mal eine Antiterrorübung von russischen Spezialeinheiten in der Nähe von Moskau gesehen und verfolgen können. Und da wurde auch, was die Befreiung der Geiseln betraf, keine Rücksicht genommen. Da waren am Ende ebenso viele Geiseln tot nach dem Einsatz von Flammenwerfern, von ganz massiven Sprengsätzen zur Befreiung der Geiseln aus dem Gebäude. Genauso viele Geiseln wie Soldaten waren getötet. Da kennt man also keine Rücksichtnahme. Das ist also auch ein Spezifikum, dass im Westen Antiterroreinheiten in ihrer Vorbereitung, zum Beispiel die deutsche Antiterroreinheit GSG-9, da wird ganz gezielt vorbereitet, jeder Zugriff und auch das Erwarten eines Terroranschlags wird ja permanent geübt, sodass man nie überrascht sein kann. Wie im Augenblick angesichts des brennenden Gebäudes und der Bilder, die ich hier sehe, gehandelt werden kann, das muss natürlich eine sehr überlegte und professionelle Vorgehensweise sein. Denn das Ziel terroristischer Operationen ist ja immer zunächst einmal Panik, Chaos und Hektik zu erzielen, um die Gegenkräfte zu blockieren. Und wie das jetzt aussieht angesichts der immer noch laufenden terroristischen Operation, wie uns ja die Bilder wohl auch zeigen, ist also sehr, sehr schwer einzuschätzen. Sagt der Terrorexperte Rolf Tophofen. Und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Einordnung, Ihre Expertise und auch Ihre Erfahrungen, Ihre langjährigen Erfahrungen aus den Bereichen. Ganz herzlichen Dank, Herr Tophofen. Danke Ihnen. Guten Abend nach Berlin.